Okay. Und wir haben einen, Wolfgang, wir haben einen alten Bekannten von der IFA und so weiter, ja? TechWatch. Genau. Christian, kannst du uns hören? Hallo zusammen. Klar kann ich euch hören. Ihr Hallo, mich auch? Christian. Ja. Und du hast unseren Wunsch beherzigt und das fast schönste Green Tech Live Hintergrundbild gewählt. Perfekt. Sehr schön. Herzlichen Dank. Ja. Ist eine gute Idee, dass wir auch einfach eine gemeinsame Bühne haben, so ein bisschen. Von daher herzlich willkommen, Christian. Ja, danke, dass ich dabei sein kann. Wir kennen dich von wie lang? 10 Jahre oder irgend sowas? Ach, bestimmt, ja, mindestens. Ja, oder? Tado war bei dem Projekt von Wolfgang ganz engagiert immer. Ja, ich habe ein Projekt im Rahmen der IFA betreut, das hieß TechWatch. Ich war da so ein Fachberater, so eine Art Kurator. Und Tado war eins der ersten Unternehmen, das als ein ganz junges Start-up damit ausgestellt hat, mehrere Jahre lang hintereinander. Und dann ging es mit Tado durch die Decke. Und jetzt ist es eine richtig große Company. Und ich bin gespannt zu hören, was du uns darüber erzählst, wie es sich alles entwickelt hat und was so deine Pläne sind. Ja. Du hast eine Präsentation vorbereitet, hoffentlich. Absolut, absolut. Ja, TechWatch, ich glaube, dass wir 2012 zum ersten Mal dabei waren. Ja, das kann gut sein. Ja. Und dann eben jedes Jahr im Grunde. Genau, weil es echt eine super Sache immer gewesen. Ich kann meine Präsentation mal starten. Ja, gerne. So. Seht ihr meinen Screen? Ja. Perfekt. Ja, dann starte ich einfach mal. Also herzlich willkommen hier auch in die virtuelle Runde. Freue mich sehr, hier sein zu können. Mein Name ist Christian Dahlmann. Ich bin einer der Mitgründer und Chief Product Officer bei Tado. Und vielleicht nochmal ganz überspannend, ist uns eigentlich allen total klar. Aber das Klima hat sich die letzten Jahre natürlich immer stärker erwärmt durch die menschgemachten CO2-Ausstoß oder in Summe Ausstoß von Treibhausgasen, was natürlich zu immer extremeren Wetterbedingungen führt. Also strengere Trockenperioden, starke Regenfälle, auch stärkere Überschwemmungen, stärkere Stürme etc. Also das Klima verändert sich dadurch tatsächlich. Und ich denke, wir müssen uns als Bewohner dieser Erde überlegen, ob wir mit diesen veränderten Bedingungen zurechtkommen und zurechtkommen wollen oder ob wir sagen, wir wollen die Treibhausgase in der Atmosphäre unter Kontrolle bringen, um dadurch eben für einen moderateren Lebensraum zu sorgen. Und ich persönlich gehöre tatsächlich der zweiten Gruppe an, dass ich der Meinung bin, wir sollten die Treibhausgase unter Kontrolle bringen. Und die Frage ist jetzt eigentlich, was kann man denn eigentlich tun und wo sind die Hebel? Und circa 25% der CO2-Emissionen der Welt ist zurückzuführen auf den Transportsektor, Autos, Schiffe, Flugzeuge etc. Und ein noch größerer Emittent von CO2 ist der Sektor von Gebäuden und hier im Speziellen das Heizen, Klimatisieren von Gebäuden. Also ca. 30% der weltweiten Energie, aber auch der weltweiten CO2-Emissionen ist zurückzuführen auf das Beheizen, Klimatisieren von Gebäuden. Wenn man jetzt hier mal im Speziellen nochmal reinzoomt, die privaten Haushalte sind verantwortlich für 21% des europäischen Energieverbrauchs und der 21% auch der europäischen CO2-Emissionen. Das ist ziemlich stark gekoppelt. Das heißt, das ist ein Bereich, wo man tatsächlich stark ansetzen kann. Hier sieht man es auch nochmal in Zahlen. Also die CO2-Emissionen eines privaten Haushaltes, wir haben ja einmal die Zeitachsen 1990, 2017 und unsere Ambitionen europaweit 2050. Man sieht schon, dass die CO2-Emissionen eines privaten Haushaltes von 1990 auf 2017 eigentlich massiv zurückgegangen ist. Das ist super. Man sieht auch hier, wie wir eben schon uns angeschaut haben, dass der Wärmesektor und der Transportsektor, also blau und grün, sehr dominant sind. Und was man auch sieht, dass wenn wir Net Zero,
also ein CO2-neutrales Europa bis 2050 erreichen wollen, darf jeder Haushalt pro Jahr nur noch 1160 Kilogramm CO2 pro Jahr ausstoßen. Und für den Wärmesektor oder Transportsektor bedeutet das circa eine Reduktion um 90%. Das ist natürlich eine gigantische Kraftanstrengung, das erreichen zu können. Und wir sind natürlich schon, wie man auch an der Grafik eben gesehen hat, in der Mitte der Energiewende. Viele Bemühungen eben von fossilen Energieträgern und Energieerzeugung hin zu erneuerbarer Energieerzeugung überzugehen. Das ist super. Und was ist eigentlich der Beitrag von Tado hier in dem ganzen Spiel? Also mit unseren intelligenten Thermostaten können unsere Kunden, also unsere Haushalte, jedes Jahr 22% des Energieverbrauchs einsparen, also reduzieren. Wir haben jetzt bis dato über 2 Millionen smarte Thermostate verkauft, europaweit, sind in 20 Ländern aktiv. Und die Tado-Community, also alle Tado-Kunden zusammen, haben bis Ende letzten Jahres 730 Tonnen CO2 eingespart bereits, also von 2013 bis Ende letzten Jahres. Das heißt, die Tado-Community hat bereits einen massiven Impact auf die Reduktion der Treibhausgase. Und hier in Bezug, das ist endet die Reise nicht, sondern im Gebäude und im Speziellen mit der Heizung und Klimaanlage im Gebäude kann man auch noch mehr machen, im Speziellen, wenn sie elektrisch verwendet wird. Man kann nämlich Flexibilität fürs Gesamtenergiesystem zur Verfügung stellen. Und warum ist das wichtig? Dafür wollen wir uns hier nochmal so ein paar Markttrends anschauen. Zum einen wird eben der Anteil von erneuerbaren, unstetigen Energiequellen immer größer. Also sind wir jetzt schon in Deutschland, letztes Jahr waren wir, glaube ich, über 40% des Stroms, der aus Sonne und Wind gekommen ist. Und das bedeutet natürlich, dass diese unstetigen Energieressourcen, Sonne und Wind, nicht planbar sind, sondern die Energie wird erzeugt, wenn der Wind weht und die Sonne scheint. Und das führt zu schwankender Verfügbarkeit von Energie. Dritter Markttrend ist, dass eben der Gebäudesektor und der Mobilitätssektor elektrifiziert wird, also auf Elektroautos umgestellt werden, auf Wärmepumpen umgestellt werden, etc. Und in Summe führen diese drei Markttrends eben zu einer sehr hohen Volatilität in den Energiekosten und auch zu Instabilitäten im Energienetz, also dass Energienetze zu gewissen Grad an ihre Grenzen kommen. Und da muss man eben angreifen. Und hier, um das nochmal ein Stück weit zu versinnbildlichen, letztes Jahr ist erneuerbare Energie im Wert von 50 Milliarden Euro ungenutzt geblieben. Also das heißt, hier ist vor allem getrieben durch Windenergie, wo bei stärkeren Winden, wo gerade kein Verbrauch, wo der Verbrauch nicht hoch genug war, die Rotorblätter aus dem Wind gedreht wurden, da einfach aktuell zu der Zeit kein Bedarf da war nach Energie. Und dadurch wurde erneuerbare Energie im Wert von 50 Milliarden Euro einfach verschwendet und blieb ungenutzt. Und das ist natürlich schade. Das heißt, was müssen wir tun? Wir müssen eben, was ich eben erwähnt habe, Flexibilitäten zur Verfügung stellen. Und wir müssen versuchen, den Energieverbrauch der Energieerzeugung anzupassen. Sprich, dass Elektroautos geladen werden, wenn sich die Windanlagen schnell drehen, wenn gerade Sonne scheint etc., dass Heizungen entsprechend intelligent geregelt werden und viele andere Dinge im Industriebereich und so weiter kann man auch machen. Und hier nochmal das Beispiel der intelligenten Heizung, das heißt hier ein Beispiel von einer Wärmepumpe, dass eben in so einem System, in einem Haus beispielsweise, die Puffertanks, aber auch die Warmwasser-Brauchwassertanks dann geladen werden, wenn der Wind weht, wenn die Sonne scheint.
dann werden diese Tanks eben voll hochgefahren. Und in Zeiten, wo gerade weniger Energie zur Verfügung steht, weil zum Beispiel kein Wind weht, wird eben mehr aus diesen Tanks verwendet. Und dadurch wird im Grunde Flexibilität zur Verfügung gestellt. Und um das besser nutzbar zu machen, auch für den Endanwender, haben wir Ende letzten Jahres eine ganz tolle Firma dazu gekauft, die Firma Avatar. Und Avatar ist der Pionier im Bereich von zeitvariablen Energietarifen. Das heißt, diese Verfügbarkeit, die Volatilität an den Energiemärkten, die zeigen sich auch an den Preisen untertags. Das heißt, wenn gerade viel Energie zur Verfügung steht, sind die Preise niedrig. Wenn gerade wenig zur Verfügung steht, sind die Preise hoch. Und Avatar ist eben eine der wenigen Firmen, die es geschafft hat, diese Volatilität an den Energiemärkten in stündlichen Energiepreisen an den Endkunden weiterzugeben, sodass der Endkunde wirklich nur das bezahlt, was gerade am Großhandelsmarkt für Energie bezahlt werden muss. Das heißt, die Preise werden 1:1 weitergegeben. Und da ergeben sich eben super Synergien mit Tado, mit eben der intelligenten Steuerung von solchen, vor allem Wärmepumpensystemen oder auch Klimaanlagensystemen. Man sieht jetzt hier eben auch nochmal auf der rechten Seite, die grauen Balken stellen sozusagen den stündlichen Energiepreis dar, wie er zum Beispiel bei Avatar verrechnet wird. Und die gelbe Linie ist entsprechend unser Energieverbrauch in einem Tado-System. Und man sieht hier schon, wenn die Preise niedrig sind, also wenn viel Energie im Netz zur Verfügung steht, ist der Bedarf in einem Tado-System höher. Also die Pufferspeicher, beispielsweise Warmwassertanks, aber auch die thermische Trägheit von Gebäuden werden hier entsprechend genutzt, um eben dann, wenn man hier sieht, in diesem Fall hier im Vormittag, wenn die Preise hochgehen, dass dann in den Zeiten eben keine Energie aus dem Netz gezogen wird, weil sie eben aus den Pufferspeichern bei Wassertanks etc. Entzogen wird. Und das heißt, wie sieht denn jetzt eigentlich die weitere Zukunft von Tado aus? Wir sind eben als Tado, kommen wir traditionell aus dem intelligenten Management von Heizung und Klimaanlagen. Da sind wir klare Marktführer in Europa und entwickeln uns jetzt weiter zu führenden Energieeffizienz- und Managementplattformen. Und was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Das bedeutet, dass wir unser Geschäft entlang der nächsten Wertschöpfungsstufen in der Energiewertschöpfungskette erweitern. In den vergangenen Jahren haben wir uns hier auf der linken Seite, sieht man das, die verschiedenen Wertschöpfungsstufen, entlang derer wir uns nach oben entwickeln. Also unsere DNA, wo wir herkommen, ist ganz klar die Optimierung des Energieverbrauchs. Die 2 Millionen Thermostate, die wir angeschlossen haben, die wir intelligent regeln, wo wir Energieverbrauch reduzieren, das ist unsere DNA. Und jetzt eben seit dem letzten Jahr, wo wir sehr stark in den Bereich des Energiebezugs eingestiegen sind. Also das heißt, dass wir die Energiebezugspreise optimieren, eben jetzt auch zum Beispiel mit der Akquisition von der Firma Avatar, dass wir eben durch die Lastverschiebung in Kombination mit dem zeitvariablen Tarif den Energiebezug nochmal 30% günstiger gestalten im Vergleich zu einer, sag ich jetzt mal, dummen Regelung, die einfach konstant verläuft und mit einem Standard Energiepreis versehen ist. Da können wir eben den Energiebezug nochmal 30% reduzieren. Und noch ein Stück weit in die Zukunft betrachtet, wollen wir diese Flexibilität, die wir aufbauen in unseren angeschlossenen Häusern und Gebäuden, nochmal nutzen. Wir wollen diese Flexibilität an die Netzbetreiber verkaufen, um eben Netzengpässe ausgleichen zu können in Form von Regelenergie. Das ist hier oben diese dritte Stufe in der Wertschöpfungskette. Ich habe das hier nochmal auf der Slide auch nochmal visualisiert. Auf unserer Proposition-Seite haben wir eigentlich zwei Wachstumsdimensionen innerhalb von Tado. Zum einen eben, wie gesagt,
Wir sind Marktführer im Bereich des intelligenten Management von Heizung- und Klimaanlagen und werden uns oder sind auch schon stark dabei, uns mit den entsprechenden Electric Vehicle Charging Systemen zu integrieren, um eben auch Elektroautos intelligent zu beladen, also dann zu beladen, wenn Energie gerade günstig ist. Und das Gleiche auch in einem umgekehrten Form durch unseren Einspeisetarif, den Einspeisetarif für PV-Anlagen, dass eben Energie, die aus PV-Anlagen kommt, dann eingespeisen wird, wenn Energie am Markt gerade besonders teuer ist. Und das heißt eben hier auf dieser X-Achse die Dimension von der Heizung- und Klimaanlage über Elektroauto, über die PV-Anlage. Auf der Y-Achse, die zweite Wachstumsdimension ist eben entlang der Wertschöpfungskette der Energie, dass wir eben nicht nur den Verbrauch optimieren, das, wo wir traditionell herkommen, sondern eben in Kombination mit zeitvariablen Tarifen und der Lastverschiebung entsprechende intelligente Tarife anbieten. Also im Moment ist es eben ein zeitvariabler Tarif in Kombination mit der intelligenten Regelung und perspektivisch soll das noch stärker gebündelt werden, sprich, dass man einen günstigen Wärmestrom bekommt, einen günstigen Ladestrom und auch einen sehr attraktiven PV-Einspeisetarif. Und die dritte Stufe von Tado ist eben, wie schon gesagt, die Vermarktung von Regelenergie an Netzbetreiber. So, das heißt, das ist es soweit eigentlich zu meiner Präsentation heute. Unser neuer Claim Balance Your Energy soll eben auch die Effizienz beinhalten und eben auch die günstigere Bezug von Energie, dass eben Energiebezug angepasst wird auf die Erzeugung. Und bedanke mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und würde dann in die Q&A-Runde übergeben. Okay. Christian, ganz herzlichen Dank. Wir haben gelernt und gesehen von dir, dass ihr von der kleinen Showbühne in Berlin, in den Hallen irgendwie unterhalb der großen Show in der IFA, im Moment wirklich ganz auf den ganz großen Bühnen spielt. Wenn ich es richtig verstanden habe, ihr seid Marktführer in Europa mit Thermostaten, sage ich jetzt mal, smarten Thermostaten. Ihr seid aber viel, viel, viel mehr. Ihr seid ein richtig fetter Player im europäischen Markt und die Zukunft hat da alle möglichen Optionen für euch bereit und ihr seid sehr, sehr agil auch mit der Akquisition und auch Schlagzeilen macht ihr in der Branche. Mhm. Wolfgang, schon eine tolle Story. Also ich bin auch ganz fasziniert und ein bisschen stolz. wir waren am Anfang dabei, du standst da unten, ja. Ich erinnere mich. Das war IFA-Rundgang so bisschen, und so. Wir waren alle so ein bisschen angesteckt von dem von dem Gründerenthusiasmus, der da so ein bisschen herrschte in der Halle. Und das war eine schöne Erfahrung. Im Grunde genommen hast du vieles von dem, was ich mir so aufgeschrieben hatte, als mögliche Fragen schon beantwortet. Ich hätte nämlich gern wissen wollen, was eigentlich eure USPs sind im Vergleich zu vielen anderen, die ja auch inzwischen schlaue Thermostate machen und so. Aber jetzt habe ich eben tatsächlich gelernt, dass ihr da sehr viel weiter geht in die Vernetzung mit den Versorgern und so. Ne? Und wenn ich mir aber mal angucke, wie die reale Situation heute noch vielfach ist in den Städten, ne? Oder auch in den größeren Wohneinheiten. Es hat ja nicht jeder einen Eigenheimneubau auf der grünen Wiese oder so, wo er all das schön und perfekt installieren kann. Ich habe zum Beispiel zu Hause einen Zähler im Keller, der noch nicht mal irgendwie einen Netzwerkzugang hat oder so. Der ist einfach doof. Ne? Der zählt einfach, was ich an Energie verbrate. Und da müsste eigentlich viel, 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 viel mehr passieren. Habt ihr eigentlich auch so dafür eine Vision, wie das tatsächlich eben skalierbar ist, eben auf ganze Städte und eben auch auf Altbestand von Wohnungen? So, das wäre ja auch wichtig, ne? Dass man da auch irgendwie vorankommt. Absolut, ja. Ja, absolut, absolut. Also es gibt in Europa ca. 200 Millionen Haushalte, die beheizt und klimatisiert werden. Und grundsätzlich jetzt mit unserer Kernproposition kann Tado fast in allen dieser Haushalte zum Einsatz kommen.
Das heißt, man kann entweder eben TADO an den Wärmeerzeuger anschließen oder den Kälteerzeuger oder auch an die Wärmeverteilung anschließen, das heißt an die Heizkörper oder die Fußbodenregelung. Das heißt, wenn jetzt jemand in einer Stadtwohnung eine TADO nutzen will, dann kann er zum Beispiel zu Amazon gehen oder auch zu Apple gehen und sich dort TADO-Heizkörpersteuerung, Heizkörperthermostate kaufen, entsprechend an die Heizkörper dran schrauben und dann wird intelligent geregelt. Also das heißt, dann wird automatisch die Temperatur abgesenkt, wenn der Letzte das Haus verlässt beispielsweise, wenn der Erste wieder auf dem Heimweg ist, wird entsprechend hochgeheizt, so dass es immer warm ist, wenn man da ist, aber dass keine Energie verschwendet wird, wenn man unterwegs ist. Aber auch so, dass beispielsweise offene Fenster erkannt werden, automatisiert, dass eben, wenn jemand das Fenster öffnet, nicht aus dem Fenster hinaus geheizt wird. So ein normales Thermostat dreht dann nämlich voll auf. Also wenn man im normalen Haushalt das Fenster aufmacht, denkt das Thermostat, ups, es ist aber kalt, ich muss richtig aufdrehen. Das heißt, der Heizkörper geht auf Vollgas und es wird volle Kanne aus dem Fenster geheizt. Und TADO macht genau das Gegenteil. Wenn jemand das Fenster öffnet, geht die Heizung aus. Werden entsprechend auch Wettervorhersagen in die Regelungen integriert, etc. Also es ist wirklich, wir wollen eine Lösung anbieten für alle Haushalte europaweit, um Energieverbrauch zu reduzieren und unser Kernangebot eben dieser intelligenten Regelung ist auch für nahezu alle Haushalte europaweit möglich. Ich sage mal jetzt diese zweite Stufe mit dem lastvariablen Tarif zusammen mit der Wärmepumpe. Das ist natürlich richtig so, wie du sagst, dass das noch nicht für alle Haushalte wirklich funktioniert, weil es hat noch nicht jeder eine Wärmepumpe. Es hat auch noch nicht jeder einen Smart Meter. Solche zeitvariable Tarife gehen eben nur, wenn man einen Smart Meter hat, etc. Aber das ist die Zukunft. Und da sind wir eben jetzt auch schon voll dabei, so wie wir damals vor 10 Jahren auf der IFA das erste Mal waren, waren wir mit unserer Lösung auch schon vorweg. Und so müssen wir die Zukunft gestalten und eben innovative Lösungen jetzt schon auf den Markt bringen, auch wenn es heute noch nicht für jeden nutzbar ist. Wird es aber sein. Die Zeit irgendwo oder ich sag mal, die geopolitische Lage spielt das natürlich auch in die Karten. Ich habe hier eine Meldung von der Redaktion her, heute von Ursula von der Leyen. Ja, passt genau zu deinem Thema. Frau von der Leyen ruft Bürger zum Energiesparen auf. Es geht darum, sich von der Energieabhängigkeit von Russland zu lösen. Wir wissen alle warum. Jeder kann seinen eigenen, jetzt kommt's, Energieverbrauch deutlich reduzieren, wenn er die Heizung um 1 oder 2 Grad zurückdreht. Wenn du solche Schlagzeilen hörst, dann schaudert es uns alle. Aber bei dir ist natürlich auch ein Unternehmerherz oder jemand, der auch eine Vision hat wegen mir, mit nachhaltigen Lösungen die Welt ein bisschen besser machen zu können. Wie geht's dir in diesen Tagen wegen mir und welchen Beitrag leistet TADO? Ja, gut, ich meine, die ganze politische Situation, das ist natürlich furchtbares Leid. Da will ich jetzt auch gar nicht so stark drauf eingehen. Das wird ja auch viel diskutiert in den Medien. Aber was natürlich richtig ist, und ist, dass wer seine Temperatur zu Hause um 1 Grad reduziert, reduziert den Energieverbrauch um 6%. Mhm. Mit einem Grad oder mit 2? Sorry, dass ich nachfrage. 1 Grad. Also wer 1 Grad reduziert, reduziert seinen Energieverbrauch zu Hause um 6%. Mhm. Das heißt, wenn jeder zu Hause seine Temperatur um 2 Grad reduzieren würde, hätten wir schon 12% des Energieverbrauchs, zumindest im Heizungsbereich, der einen ganz großen Anteil ausmacht, reduziert. Und das jetzt erstmal für jeden, auch jeder, der noch nicht TADO hat, kann hier einen Beitrag leisten. Und eben in der Kombination mit TADO funktioniert das Ganze natürlich nochmal ein bisschen intelligenter. Das ist eben nicht, man muss nicht nur sein oder man muss nicht seinen Komfort einschränken, sondern es wird, wie eben schon genannt, entsprechend runtergeht, sie regelt, wenn man nicht da ist, automatisiert im Hintergrund, also das Telefon schickt ein Signal ans Zuhause, dass es in Sparzustand geht, etc. Die Themen mit Erkennung von offener Fenster, etc. Das heißt eben, dass unsere Kunden, hatte ich ja eben schon mal gesagt, im Schnitt ihren Energieverbrauch pro Jahr um 22% reduzieren.
Und das jetzt ehrlich gesagt eben ohne die Reduktion ihres Komforts. Aber auch eben, wer keine intelligente Lösung hat, kann einen Beitrag leisten, indem man einfach sagt, naja, 1 Grad weniger, 2 Grad weniger gehen auch. Habe ich übrigens zu Hause selber auch zusätzlich gemacht, obwohl ich Tado nutze, um zu versuchen, noch ein Stück Beitrag zu leisten. Aber von daher ist es schon richtig, dass man das in der aktuellen Situation tatsächlich tun sollte. Deshalb reden wir drüber. Deshalb sind wir froh, dass du heute dabei bist. Wolfgang. Ja, ich habe im Moment eigentlich keine Detailfragen mehr. So, ich hätte höchstens noch die Frage, also was ist deine Unternehmensvision nach dieser Akquise dieses Unternehmens, das du beschrieben hast? Kann Tado beispielsweise auch irgendwann tatsächlich auf die Energiemärkte noch in größerem Umfang zugreifen, also nicht nur mit Stromlieferanten sich verbandeln, sondern auch mit anderen Energielieferanten? Ist sowas angedacht oder wo geht das hin? Ja, absolut. Also zum einen arbeiten wir Tag heute bereits mit 12 der 20 größten Energieversorger zusammen, also zum Beispiel E.ON, Engie, EDF, Naturgy, Shell, Total und so weiter. Das heißt, wir sind da in diesem Segment, sitzen wir sehr fest im Sattel im Vergleich zu unseren Wettbewerbern. Wir haben da, glaube ich, sehr starke Lösungen, die wir in Kombination anbieten können, die wir ganz spezifisch auch für diese Partner entwickelt und gebaut haben. Und parallel dazu, um das nochmal zu verstärken, haben wir, wie gesagt, unseren eigenen Energieversorger Avatar gekauft, um noch schneller voranzukommen und auch vor allem innovativere Produkte noch schneller in den Markt zu bringen, als es möglich wäre, wenn man jetzt mit so einem Dickschiff nur zusammenarbeitet, jetzt in dieser mit dem kleinen Schnellboot, was wir haben, was eben in sich schon höchst innovativ ist, können wir jetzt eben noch schneller innovative Angebote in den Markt bringen und dadurch dann auch die Zusammenarbeit mit den großen Dickschiffen nochmal wieder beschleunigen, indem man eben zeigt, was es für Möglichkeiten gibt über die Abkürzung. Eine andere Option auch, ich sag mal, neben Energieeffizienzmanagement ist bei euch ja auch Komfort. Wenn ich es richtig weiß, könnt ihr mit euren Sensoren auch die Luftqualität messen und gegebenenfalls zum Lüften animieren, sage ich mal. Erzähl mal. Ja, richtig, richtig. Also das ist eben eine wichtige Funktion bei uns innerhalb von Tado. Also wir wollen eben den Komfort für unsere Kunden zu Hause erhöhen. Und das bedeutet nicht nur den Wärmekomfort. Also ich sage jetzt mal so ein simples Beispiel. Ein klassisches Thermostat, das stellt man irgendwie zwischen 0 und 7 ein oder man dreht an diesem Rädchen an der Fußbodenheizung. Eigentlich weiß man so gar nicht genau, was dann wirklich passiert. Und Tado kann man eben in 0,1 Grad Schritten so anpassen, bis man die perfekte, seine Wunschtemperatur gefunden und eingestellt hat. Und darüber hinaus eben natürlich auch das Thema Luftfeuchtigkeit, aber auch Luftqualität in den Räumen. Also wir zeigen, wir haben so eine Funktion, wo wir anzeigen, wie die Luftqualität im Zuhause ist, auch pro Raum gesehen. Wo stehe ich, sage jetzt mal, in meinem Komfortradius? Ist es zum Beispiel zu feucht? Ist es zu trocken? Wir geben Tipps und Tricks, was man entsprechend tun kann. Ob man zum Beispiel mal lüften sollte. Man kann auch gegen trockene Luft Dinge tun, dass man einen Topf mit Wasser auf den Heizkörper stellt beispielsweise. Weil es auch für den Komfort und auch für den Gesundheitsaspekt nützlich ist, wenn man da im richtigen Level zu Hause ist. Ich sag mal, wenn die Luft zu trocken ist, fängt man sich auch schneller mal eine Erkältung ein. Das heißt, wenn man da irgendwie unter so 25% Luftfeuchtigkeit zum Beispiel kommt, sollte man tatsächlich überlegen, kann man das mit einem Befeuchter ausgleichen oder stelle ich einen Topf Wasser auf die Heizung, zumindest im Schlafzimmer, um
dass einfach das Klima angenehmer wird und auch gesünder wird. Sehr schön. Christian, ich hätte zum Schluss noch eine kleine Frage und eine Herzensangelegenheit. Natürlich, wir haben hier auch im Innerpott und bei den Zuschauern viele junge Leute, die auch gerne gründen wollen und die vielleicht eine Idee haben. Nachhaltigkeit ist tatsächlich wegen mir im Moment auch das beste Thema, kann man nur unterstreichen. Du hast es in 10 Jahren, wie gesagt, wir haben dich begleitet auf dem Weg von IFA TechWatch, sage ich mal, von den Hallen, dahin geschafft, wo du heute bist. Was gibst du den jungen Leuten da draußen mit an die Hand? Sagst du, wenn sie es durchhalten oder was wäre deine Parole? Ist das die Zeit für GreenTech-Startups? Also grundsätzlich, also glaube ich in jedem Fall jetzt, also das Thema war, glaube ich, noch nie so wichtig wie heute. Und zweitens sage ich jetzt mal, ich glaube, man muss schauen, wofür brennt man wirklich? Was ist wirklich die Überzeugung in einem? Weil das wichtig ist im Punkto Durchhalten, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Also wie gesagt, wir machen Tado seit 11 Jahren und es ist nicht so, dass da jeder Tag immer total einfach ist und immer alles glatt läuft, sondern man hat auch schwierige Zeiten und schwierige Phasen, wo man durchhalten muss und die man irgendwie lösen muss. Und da hilft es ungemein, wenn man wirklich überzeugt ist von dem, davon, was man tut und woran man arbeitet. Und also ich glaube, dass das erstens ein Riesenmotivator ist und zweitens das Durchhalten einfacher macht. Das heißt, wenn jetzt jemand eben für das Thema erneuerbare Energie beispielsweise brennt, dann ist es, glaube ich, eine super Idee. Aber wenn jetzt jemand sagt, ich bin eigentlich E-Commerce-Spezialist und das finde ich total spannend, dann soll er jetzt, glaube ich, nicht unbedingt auf erneuerbare Energie umwechseln, sondern sollte eben in dem Bereich, in dem er sich zu Hause fühlt, für den er brennt, im Grunde sein Unternehmen gründen, wenn er das dann möchte. Also das wäre eigentlich so mein Tipp. Man muss wirklich irgendwie danach gehen, wofür man brennt. Sehr schön. Okay. Christian, ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank, auch von mir. Dass du dabei warst. Ich hoffe, wir sehen uns bald in Berlin wieder. Hoffentlich gibt es eine IFA dieses im Herbst. Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Voraussichtlich, ja. Wie gesagt, man weiß. Alles Gute dir. Ja. Und euch bis auch. Bald. Danke, ja. Christian. Ja. Bis bald. Ja.